Janus, meine Insel. Mein Leben. Isabel, meine Liebe. Jeden Tag verbrachten wir zusammen. Eine abgelegene Insel im Westen Australiens ist der Schauplatz von The Light Between Oceans, einem bewegenden Drama über Liebe und Verlust. Mit Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander und Superstar Michael Fassbender. The Light Between Oceans ist in erster Linie eine Love Story, aber eben auch eine Geschichte über schwerwiegende Lebensentscheidungen und ihre Konsequenzen. Als ich den Roman las, hat mich diese emotionale Reise völlig aus der Fassung gebracht. Sie wäre jetzt so alt wie ihr Mädchen. Alle Figuren im Film sind gute Menschen mit den besten Absichten, die jedoch einige moralisch fragwürdige Entscheidungen treffen. The Light Between Oceans ist wie der Kampf zwischen Liebe und Wahrheit. Es geht um Beziehungen, um Geheimnisse, die Menschen voreinander verstecken und um das, was passiert, wenn diese Geheimnisse ans Licht kommen. Regisseur Derek Cianfrance bringt mit The Light Between Oceans den gleichnamigen Bestseller von M.L. Stedman auf die große Kinoleinwand. In Deutschland erschien der Roman 2013 unter dem Titel Das Licht zwischen den Meeren. Die Story wirkte auf mich so menschlich. Ich fand es wichtig, dass eine solche Geschichte auch im Kino erzählt wird. Das Drehbuch und der Roman haben mich mehr als einmal zu Tränen gerührt. Eines Tages ertönte plötzlich ein Schrei. Eines Tages, es ist wie ein Wunder für sie, treibt ein Boot an die Küste. Und darin liegen ein toter Mann und ein Baby. Sie nehmen das Kind als das ihre an. Doch Jahre später müssen sie feststellen, dass dieses Baby eine andere Mutter hat. Sie haben eine ganz entzückende Tochter. Entschuldigen Sie mich. Meine Schwester erlebte eine grauenvolle Tragödie. Ihr Mann und ihre kleine Tochter sind auf See geblieben. Es geht um Moral. Und es wird Leute geben, die die Handlungen bestimmter Personen unentschuldbar finden und andere, die dafür vollstes Verständnis haben. Ich denke, der Film wird Diskussionen entfachen. Sie gehört nicht zu uns. Wir dürfen sie nicht behalten. Sie ist ihre Mutter. Ich bin ihre Mutter. Du hast gesehen, was wir ihr angetan haben. Es gibt in diesem Film nicht die Guten oder die Bösen. Das heißt nicht, dass diese Menschen immer die richtige Wahl treffen oder dass sie andere nicht verletzen. Aber in ihren Herzen sind sie gute Menschen. Derek Cianfrance gelingt ein kraftvolles und fesselndes Drama, das auch dank seiner erstklassigen Besetzung begeistert. Eines Tages wirst du glauben, es war alles nur ein Traum. Versprochen. The Light Between Oceans.